Hey ho Leute, willkommen auf meinem Kanal zum Format Diablo 3 Bards & More. Heute werde ich für meinen Fire Sailor das Projekt T6 starten. Also, wie schaffe ich es auf Torment oder Qual 6 mit meinem Fire Sailor stressfreier zu spielen? Ich habe früher schon auf Qual 6 gespielt. Im Gruppenspiel durchaus machbar, aber dennoch stressig. Ich habe mir jetzt mal die Zeit genommen, mir zu überlegen, warum genau auf T6 mir ja so derartig auch die Lust am Spielen vergeht und bin zu einigen Veränderungen zu meinem vorherigen Bart gekommen, die mir helfen sollen, in diesem speziellen Schwierigkeitsgrad die Rifts auch solo ohne Unity und ähnliches zu schaffen. An alle, die Unity benutzen, das kann jeder mit Droplock. So, also, was habe ich jetzt verändert? Erstens habe ich einen Slot von einem Stärkestein in einen Iris-Stein geändert. Hatte eigentlich mehrere Gründe. Erstens habe ich den Ring ersetzt, der mir vorneweg Iris gegeben hat. Dazu komme ich nachher nochmal. Und außerdem habe ich mir einfach gedacht, es liegt nicht an meinem Schaden, dass ich nicht durch T6 komme, sondern an meiner Überlebensfähigkeit. Also habe ich genau auf diese mein Augenmerk gerichtet und habe jetzt diesen einen Stein geändert und einen neuen Ring angelegt. Das ist der Burkhardts Hochzeitsring. Ich weiß nicht, inwiefern der Sekundäre jetzt noch hineinspielt, aber besonders wichtig bei diesem war mir, dass er meinen Schaden erhöht in Sachen von Crit-Schaden und mir Leben pro Treffer gibt. Denn meine Idee war, eigentlich kann ich T6 ganz gut spielen, solange mein Gebot mit dem Life on Hit ab ist. Aber sobald es ausläuft, wird es stressig. Das ist natürlich nach wie vor der Fall, aber die Überlegung ging in die Richtung, wenn es dann angenehm zu spielen ist, warum sorge ich nicht dafür, dass ich grundlegend mehr heile? Zuallererst ging meine Überlegung eher in Richtung Zorn erfüllt. Aber da kam mir dann ein, wenn ich Zorn erfüllt verwende, dann heile ich mich um circa 8000, vielleicht 11000 pro gewirkte Himmelsfaust. Eigentlich ist das nicht verkehrt. Aber was ist denn, wenn ich keine Himmelsfaust wirken kann, weil mir zum Beispiel der Zorn ausgegangen ist? Also fiel das für mich schon mal nicht in die Kategorie, will ich unbedingt haben. Ich komme dann gleich nochmal zu dem Passiven. Ich steckte also hier mir Leben pro Treffer rein und widmete mich speziell meinem Paragon und habe hier jetzt statt Flächenschaden Leben pro Treffer gewählt. Zusammen komme ich jetzt hier auf 4500 Leben pro Treffer und habe dann weitergehend noch in meinen Passiven rumgestöbert und bin darüber übereingekommen, je mehr ich heile, desto besser kann ich auf T6 überleben. Das Passiv auf der Hut kam mir erst relativ spät in den Sinn, weil ich es eigentlich auf niedrigen Qualstufen gar nicht gemocht habe. Jetzt im Moment gibt er mir Lebensregeneration, was eigentlich okay ist. Wichtiger ist aber, dass er jedweden nicht physischen Schaden um 20% reduziert. Und größtenteils sind alle Effekte, die diese Monster benutzen, immer elementare und nicht physischer Natur. Soweit zu den Änderungen. Jetzt werden wir mal auf T6 den Rift öffnen. Und im Gegensatz zu den normalen Rift-Videos werde ich jetzt vielleicht auch noch gelegentlich mal was erzählen dazu. Und dann gucken wir einfach mal weiter. Viel
Vielleicht noch etwas zu dem, was ich eingebüßt habe, um diese erhöhte Zähigkeit und die höhere Heilung zu bekommen. Ich habe insgesamt 70.000 Schaden eingebüßt und leider auch ganze 3, na, nicht ganz 3% Abklingzeit. Das heißt, wenn ich jetzt in den Akarats Champion gehe, habe ich immer eine kleine Downtime. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich daran arbeiten werde, indem ich halt beispielsweise mir ein zweites Dunkellicht suche, wo keine Vitalität drauf ist, sondern halt Abklingzeit. Schon hätte ich das wieder ausgebüßt. So, dann wollen wir mal. So, den könnte ich krieg hier Schaden. Ich habe aber das Passiv nicht benutzt, das ich im Vorfeld immer benutzen musste, um mich gegenzuheilen. Jetzt kommt der erste Elite. Jetzt zünde ich hier aber auch mein Gebot, um halt noch effektiver gegen diesen Elite kämpfen zu können. Ich hoffe, die explodieren nicht oder sowas, aber ich denke nicht. Ah! Reflektschaden, das ist eklig. Aber geschafft. So. Die größte Verbesserung, die ich jetzt aktuell sehe, ist, dass ich trotz dessen, dass ich gelegentlich halt nur laufe, um halt mich neu zu positionieren, mich dennoch heile im Vergleich zu Zornerfüll. Und außerdem, auch ohne das Gebot, sowohl gegen Elite, die nicht allzu eklig sind. Oh, ein Verbindungsschrein. Ja, okay, jetzt wird gecheatet. Weil wenn uns jetzt was vor die Flinte kommt, ist es wahrscheinlich too late. Nur Geduld. Naja, also nicht schlecht. Ja, da sind wir voll in diesen blöden Feueratem reingelaufen. So, nutzen wir das noch aus. Aber ich denke, die tendenzielle Richtung ist auch, wenn ich diesen Schrein jetzt kurzzeitig hatte, zu erkennen. Da mir noch einiges an Equipment fehlt, kann ich natürlich nicht Brain AFK hier durchgehen. Aber der Schaden ist ausreichend, trotz des gesunkenen Insgesamtschadens. Ach, jetzt kommen noch ein Verbindungsschrein. Okay. Na meinetwegen. Mich soll es nicht stören. Ihr haltet den Kreuzzug links auf. Ich denke mal, wir kriegen da noch gut die Gelegenheit, das Ganze ein bisschen auszuleuchten. Ja, da war es schon zu Ende. Noch nicht bereit. So. Soweit, so gut. Ja. Bin jetzt gelegentlich nochmal... Oh, jetzt ja. Da haben wir jetzt eine komische Himmelsmaid. Ich werde jetzt mal das Gebot zünden. Auf gar keinen Fall dürfen wir uns hier davon täuschen lassen. Na, wirst du wohl, dass wir eine höhere Heilung haben.
Es ist immer noch kreuzgefährlich in diesen Explosionen drin zu stehen. Aber ich muss sagen, es hat sich ein sehr viel entspannteres Spielgefühl schon entwickelt für mich. Ich weiß nicht, ob ich die Änderung auch pauschal für T5 und niedriger wählen würde, da es da einfach nicht nötig ist. Aber jedes Mal, wenn ich halt merke, okay, ich könnte mehr Heilung gebrauchen, zünde ich das Gebot. Und wenn ich halt der Meinung bin, ne, ist nicht so wichtig, dann packe ich das Gebot ein. Eine Sache, die durch den niedrigen Cooldown halt auch zu beachten ist, ihr könnt nicht mehr so oft Gegner blenden, wie es halt vorne mit der Fall war. Ja, mal. Mehr Tempo. Jetzt werde ich mich beweisen. Oha. Das ist natürlich eine schöne Kombo. Gleich mal die mehr Regen gestartet, sechs wir brauchen. Und wir sollten jetzt gleich rennen, denn das Gebot läuft aus und kriegen ja nach wie vor Schaden. Gebot wieder an. Dauerkasten. Ohne das Gebot sind die hereinkommenden Schadensscheine halt schon problematisch, besonders bei sowas wie, ja, wenn man halt in eine runde Feuerketten steht, aber ja, jetzt da nur noch ein Feuerkettenmob da war, war das auch nicht nötig, das nochmal zu zünden. Also ich muss insgesamt sagen, auch wenn der Schaden etwas gesunken ist und meine Cooldowns höher, was ich halt später noch ausgleichen will, hat sich für mich die Spielbarkeit in T6 extrem verbessert. Ja, hier war es natürlich richtig schön blöd für mich. Da hier von 1000 und einem Ranged Mob attackiert werde. Aber insgesamt muss ich sagen, habe ich jetzt das erste Mal halbwegs Spaß auf T6. Oh, heilige Mutter Gottes. Ha!
Sukipi, das sind natürlich ganz tolle Freunde von uns. Uns erstmal schön die Rüstung unterm Arsch wegmachen. Na toll. Schauen wir mal, wie wir das Ganze jetzt anpacken. Mit der nötigen Gegenheilung trotz des Debuffs kein Problem, aber wie lange werden wir diese Gegenheilung halten können? Sehr ungünstig gerade, weil die Cooldowns halt noch nicht passen. Da sind wir zweimal gestorben. Gehen wir aus diesem engen Bereich raus, das nervt. So. Na, na, na. Oh Gott, die gehen wieder. So. Okay, das war eklig. Mehr Leben, Schänder. Ganz toll. Naja, ich habe bei Captain Ironie gefrühstückt. So, gut. Aber große Heilung brauchen wir aktuell hier nicht. Ja, viele Nerven, da sie so lange brauchen. Ja, geht voran. Ist auch ein bisschen beschissen, dass die Dichte der Mobs hier gerade nicht so hoch ist. Das zieht natürlich das Ganze unnötig in die Länge. Aber gut. Das hier ist ja quasi nur ein Testlauf und wir gucken mal, wo es halt irgendwann mal hinführt. Schön, dass so viele in der Nähe sind. Das ermöglicht mir nämlich viel mehr zu spammen. Jupp, danke. Ja, bleib hier, du. Ja, komm, stirb. So. War wahrscheinlich ein kleines Stück knapp, aber wir haben den Schatzgoblin auf T6 schön hingelegt. So, gehen wir mal weiter. Lalala. Hat eigentlich außer mir noch jemand das Gefühl, dass endlich mal ein Legendary droppen könnte, wenn man schon auf T6 spielt? Ohne große Vermutung anstellen zu wollen, das wird knifflig.
Explodierend? Beißend? Ah. Nö, das haben wir doch ganz gut geregelt. Ich hab eine Sache bei einem LOH-Bart auch nie vergessen. Wenn da, wo ihr hincastet, natürlich kein Mob steht, gibt es auch keine Heilung. Sprich, wenn ihr alles gehört habt und es eine gewaltige Explosion gibt, werdet ihr wahrscheinlich daran sterben, wenn ich glaube. Sollte man meinen, ist natürlich, aber was ich schon so gesehen habe, da... Ja, ein atomarer Facepalm. Oben oder unten, das macht wohl keinen Unterschied. Ah, hier geht's raus. Nochmal gucken, was wir jetzt von der Landschaft haben. Wenn es ein Sumpf ist, drehe ich um. Ah, nee. So, jetzt noch bitte nicht so eklige Mobs, dann wäre das Ganze für mich in Ordnung. Nehmen wir mal einen Brunnen der Reflexion mit, in der Hoffnung, dass wir nicht sterben. So. Sei doch mal so nett und bleib stehen. Na. Okay, so schnell geht's. Schnell, schnell und... Na, in der letzten Sekunde ist er durchgehört. Ja. Passiert. Am Schaden wird ja auch noch ein bisschen gedreht, definitiv. Ich muss halt nur erstmal schauen, wie ich das Equipment ganz allgemein gestalten möchte. Und wo ich halt noch Sachen rausholen kann. Darum, das hier ist jetzt mal auch als ja, extra zu den normalen Bio-Videos zu sehen. Weil alles experimentell ist und es sich wirklich eher darum geht, rauszufinden, welchen Setup ich anständig diverse Sachen spielen kann. Hier ist ganz viel vergiftet auf dem Boden. Das ist vielleicht soweit das Blenden. Das fehlende Gebot überbrücken. So, Boot wieder rein. Ich will jetzt mal. Keine Zauberkosten, keine Cooldowns, dran. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil da wir jetzt ja keine Cooldowns haben, ist quasi alles, was wir jetzt gegen den Rift-Boss machen, ja irgendwie Cheat. Ich glaube, ich werde das auslaufen lassen. So, jetzt haben wir das auslaufen lassen. Was haben wir denn für einen? Aha, okay. Hier haben wir auf der anderen Seite rum und holen uns den. Au. Ach, komm her. Flup, flup. Na, jetzt komm schon hier durchgewitschelt. Ich weiß, dass du es kannst. So. 1T6 Rift Boss. Das fehlt mir jetzt noch. Was das Viech mit hinkommt. Ah, ausweichen.
Ja, sollte man wohl mit anwerfen. Ja, hier habe ich ein sanftes Zornproblem. Mal gucken, wann es zum Überlebensproblem wird. Bisher kann ich eigentlich nicht meckern. Auch wenn er scheiße wehtut. Muss man ihm lassen. Ja, super. Da hätten wir es. T6. Mit dem Riftboss gekillt. Den noch vorneweg schön, das mit dem ohne Cooldown vom Schrein hab auslaufen lassen. Um nochmal zu zeigen, dass man das halt nicht mit Schrein regeln muss. Yo! Project T6? T6? Oh Gott, Englisch. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß und mein Gequatsche hat euch nicht zu sehr genervt. Sobald ich noch Verbesserungen für diesen Bart finde, wird es ein weiteres Video geben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!